und kleine Leseratten. Heute stelle ich euch dieses Buch vor, Die Chroniken von Aralun, Teil 1, geschrieben von John Flanagan. Und ich sage es euch gleich, es gibt 14 Teile, also eine sehr lange Serie. Das erste Buch heißt Die Ruinen von Gorlin. Kommen wir nun zum Inhalt. Hauptfigur ist der 15-jährige Waisenjunge Will, der so manches Abenteuer erleben wird. Er ist klein und schmächtig, trotzdem träumt er davon, Ritter zu werden. Weil das nicht geht, wird er den Waldläufern einen geheimnisvollen Bund zugeteilt. Will lernt mit der Zeit, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Er bekommt ein kleines, zottiges Pony zugeteilt, das Reißer heißt. Reißer und Will bauen schnell eine besondere Beziehung auf. Ihr merkt schon, es handelt sich um ein Fantasy-Abenteuer, das im Mittelalter spielt und ganz ohne Magie auskommt. Jetzt zu meiner Meinung. Ich mag das Buch sehr wegen des lehrreichen Inhalts und der sympathischen Typen. Im Gegensatz zu anderen Büchern war ich sofort von der Geschichte gefangen, weil es anschaulich und überragend spannend geschrieben wurde. Zum Schluss das bekannte 5-Sterne-System. Erstens, Spannung, 4 Sterne. Zweitens, lehrreich, 4 Sterne, weil man viel über das Mittelalter lernt. Drittens, Suchtpotenzial, 5 Sterne. Viertens, Action, 5 Sterne. Fünftens, Liebe, 2 Sterne. Sechstens, lustig, 2 Sterne. Ciao, sagt euer Kilian.